Mercedes startet in ihre letzte Season mit Lewis Hamilton mit einem Two-Face-Design. Was das Ganze bedeutet, erkläre ich natürlich in diesem Video. Abonniert gern kostenlos den Channel. Aber wir starten mal direkt mit dem Wechselvideo. Und so war letzte Season noch im Schwarz-Türkis und so ist er diese Season. Mercedes ist back im Silver, aber auch nicht ganz back in Silver. Denn wir haben auch hier die Seitenansicht und da wird schon langsam klar, dass die Hälfte Silberrot durch dieses Türkis der Petronas, aber auch die Hälfte in Schwarz ist. Also, ja, was soll ich euch sagen? Wir gehen jetzt direkt zum ersten Bild und da wird das Ganze mal klar. Wir haben vorne Silber und seitlich Schwarz. Schaut extrem cool aus. Ist auch richtig Hirn dahinter, denn mit diesem Design hat man ja die freie Wahl. Wenn du ihn von vorne siehst, hast du einen ja, typischen Silberpfeil, aber von der Seite ist er dann doch carbonschwarz gehalten, einhell, große Faktoren. Auch die Nase hat hier eine riesen Umwandlung gehabt. Wir werden uns dann auch noch die Vergleichsbilder angucken, natürlich. Aber im ersten Blick muss ich sagen, ich dachte mir so, ew, aber jetzt, wo ich das noch einmal sehe, denke ich mir so, irgendwie schon geil, denn ja, man hat eigentlich ja so ein bisschen einen Wow-Effekt gemacht damit. Es ist irgendwie interesting, aber auch ein bisschen weird. Ja, ich glaube, das ist eine komische Beschreibung von der Vorneansicht hier. Und da musst du sagen, da ist es ein typisches silbernes Auto von vor 2 Jahren. Man hat auch diese türkisen, also eben wegen dem Petronas, wegen diesem Symptium, was da auch noch steht, Symptium. Die Nase hat man komplett reworked, also das sieht man auch. Die sieht auch unfassbar filigran aus mit diesen 100 Wellen drin. Ich hoffe natürlich, dass auch dieses Jahr Mercedes endlich nicht nur um den zweiten Platz kämpfen kann, sondern auch ja, den Red Bull ein bisschen gefährlicher wird. Ich denke mal nicht, dass man auf Augenhöhe kommen wird, während wir hier dann die Seitenansicht haben. Und was soll ich euch sagen? Sehr, sehr cool. Also man hat das Silberne genommen, das geht dann auch noch ein bisschen nach hinten mit den Sidepods, aber auch hinten diese schwarzen Sterne, der rote ist aber nicht mehr drauf. Doch, ein roter ist auch wieder unter dem Ineos-Logo, natürlich sinnbildlich für Niki Lauda, einfach nur cool. Es ist auch sehr schlicht gehalten, also man hat nur Petronas AMG, ja, Sponsoring mit Einhell natürlich und Ineos, aber die kompletten Sidepods sind eigentlich ziemlich leer. Da wäre sogar noch ein bisschen Platz für einen Sponsor. Snapdragon ist auch wieder mit am Start, aber wie gesagt, ich finde die Idee eigentlich ziemlich cool. Man hat ein Two-Face-Auto, also dann gehen wir direkt in den Vergleich. Ja, was soll ich sagen, man hat den Shakedown gleich, also beziehungsweise diese paar Runden, die man fahren darf, hat man auch gleich nach dem Launch gemacht. Nur leider hat man nicht die Rennanzüge gelauncht, zumindest zu meinem Zeitpunkt hier. Es ist circa 14 Uhr gestern, also am Valentinstag, und da war noch nichts da. So, jetzt aber mal zurück. Die Nase ist viel schmaler geworden. Selbst mit dem Silbernen sieht die Nase unfassbar schmal aus. Also auch wieder eher an Red Bull angelehnt. Flacher ist sie geworden, nicht mehr so bauchig. Die Nasen an sich, ja, die ist auch kleiner geworden. Da hat man die komplette obere Reihe fast begradigt. Die waren ja eher bauchig, also diese Quersteher. Was soll ich sagen, sonst noch Lufteinlässe waren letztes Jahr natürlich keine da, denn man war ja dieser Zero Pots, ist man ja gefahren, hat man Gott sei Dank komplett auf Eis gelegt. Dieses Projekt wurde leider eingestampft, war glaube ich auch Allison jetzt dann nicht damit sehr zufrieden. Ja, jetzt auch die Seitenkästen, die sind aber auch interessant, die Lufteinlässe, denn die sind nicht nur länglich wie bei den meisten oder auch ein bisschen breiter, die gehen nach unten. Kann auf jeden Fall eine spannende Sache werden. Natürlich werden die Hosen dann vermutlich auch erst im Qualifying in Bahrain untergelassen. Aber wir werden natürlich auch schon mal ein Bild davon bekommen, wie sich die Autos fahren lassen bei den Tests nächste Woche. Die sind Mittwoch, Donnerstag und Freitag. Ich werde natürlich auch hoffentlich am Freitag nächste Woche auf die gesamten Tests eingehen. Wer die meisten Runden gefahren hat, wer meiner Meinung nach auch ja, das beste Zeug dazu hat, ja, diese Season endlich
ja, um den Konstrukteurstitel mitkämpfen zu können, beziehungsweise welches Team da meiner Meinung nach die Nase vorne hat. Aktuell ist es natürlich Red Bull. Auch hier, man hat da komplett die Nase, ist komplett reworked worden. Die sieht auch viel filigraner aus. Wir gehen dann zu den Seiten an sich. Das ist natürlich jetzt ein bisschen blöd, dass es genau die verkehrte Seite ist. Aber was soll ich sagen? Es ist auf jeden Fall kein Vergleich. Also auch letztes Jahr waren diese Motor-Lufteinlässe, keine Ahnung, diese Lufteinlässe vom Motor, die waren komplett an der falschen Stelle. Die hat man jetzt auch geändert. Die Pods sind sehr, sehr smooth geworden. Erinnert mich aber auch teilweise an den Red Bull. Natürlich wird sich auch ans beste Team des letzten Jahres angenähert. Aber sonst muss ich sagen, mir gefällt das neue Design gut. Und es schaut auch sehr solide aus, auch wenn der hier diese Kante der Seitenkästen, Unterboden, keine Ahnung, wie man das nennt, also unter dem Petronas-Logo, ist man ehrlich gesagt nicht mehr so filigran wie in der vergangenen Season. Und sonst, ja, auch hinten muss ich mal kurz gucken. Da ist man ziemlich gleich geblieben, auch der Heck-Spoiler, der ist ein bisschen kleiner geworden, sonst würde ich sagen, ist eigentlich alles gleich geblieben. Die Schrägansicht finde ich ganz, ganz interessant, denn da haben wir ja das diese Zero-Seitenkästen im Vergleich mit den neuen Seitenkästen. Viel Unterschied ist nicht. Ich hoffe natürlich, dass Mercedes auch mit dem neuen, die Nase ist auch riesig, die war so ganz blochig und bauchig, die hat man da jetzt reworked. Auch der Heck-Spoiler wurde kleiner gemacht, ist natürlich vielleicht eine andere Modifikation drauf und auch die Vorderpartie, er soll auch damit, ich habe gelesen, soll dieses komplette Design soll dafür sorgen, dass der Mercedes diese Season steuerbarer wird und berechenbarer, denn das war immer das große Problem der Fahrer und da waren dann auch alle mit dabei, mit Frederik Vesti, mit Mick Schumacher, mit seiner neuen Frise und natürlich Hamilton und Russell. Auch Russell könnte mal wieder zum Friseur gehen, Bro, das ist ja schon ein Riesenmittelscheitel und natürlich Toto, ja. Auch hier im Normallicht muss ich sagen, der Auspuff ist auch ein Riesending, oder? Ach du Scheiße, dass ich das wirklich gesagt habe. Nein, aber das Auto gefällt mir extrem gut. Und ja, viel mehr konnte man leider nicht sehen, denn wie gesagt, Rennanzüge und so weiter hat das Team noch nicht gezeigt. Ich freue mich auf jeden Fall und denke auch, dass man diese Season ein bisschen näher dran sein wird. Man hat auch, was ist denn das hier? Was ist das hier? Das sieht interessant aus. Ist das der Boden oder? Hä? Egal. Ich frage mich nämlich, was das Teil da an der Nase vorne ist. Da steht doch irgendwas weg über dem Mercedes-Logo. Kein Plan. Vielleicht war das schon eine GoPro für die. Ja, ich weiß nicht. Das schaut sehr, sehr random aus. Ja. Ich würde mal sagen, für heute war es das mal. Es war halt leider nicht aufschlussreich, wie oder was das dieses Jahr sein wird. Abonniert dennoch gern kostenlos den Channel für mehr Formel 1 Content. Schaut auch gerne auf TikTok vorbei. Links wie immer alle unten in der Bio. Abonniert gern kostenlos den Channel. Bis morgen oder später auf TikTok und ciao.